Der Schauspieler fand seinen Vater Gero Erhardt, 78, tot auf, nachdem seine Mutter ihn bereits mehrere Stunden vermisste. Laut Bildinformationen fand der Soko Hamburg Schauspieler seinen Vater tot in einem Auto auf. Nachdem der bekannte Regisseur nicht wie vereinbart am späten Nachmittag nach Hause gekommen war, habe sich seine Ehefrau Jutta Erhardt, 76, große Sorgen gemacht, heißt es. Weil sie ihren Mann auch telefonisch nicht mehr erreichen konnte, informierte sie gegen 21 Uhr Sohn Marek und gab eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Hamburg-Poppenbüttel auf. Die Beamten begannen sofort mit der Suche nach dem Senior. Schließlich konnten sie das Handy des 78-Jährigen bei Jersbeek nahe Bargteheide, Schleswig-Holstein, orten. Dort machten sie gegen 0.50 Uhr den schrecklichen Fund. Gero Erhardt lag tot auf dem Fahrersitz seines Autos, das auf einem Parkplatz in der Nähe vom Golfclub Jersbeek stand. Die Beamten veranlassten eine Handyortung und konnten den Aufenthaltsort von Gero Erhardt ausfindig machen. In Begleitung von Marek Erhardt fanden sie den Vermissten spät am Abend tot im Auto auf einem Parkplatz in der Nähe vom Golfclub Jersbeek in Schleswig-Holstein. Die Polizei geht zum jetzigen Ermittlungsstand von einem natürlichen Tod aus. Gero Erhardt ist der Sohn der 1979 verstorbenen Schauspiellegende Heinz Erhardt. Er war Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Produzent. In den 1980er Jahren führte er Regie bei der erfolgreichen ZDF-Serie Das Erbe der Gulden-Burgs Anführungszeichen. Später wirkte er an zahlreichen Rosamunde Pilcher-Produktionen mit. Unterstützt wurde er dabei stets von seiner Frau als Regieassistentin. Gero Erhardts Enkelin Marla arbeitet ebenfalls im TV-Business. An der Seite ihres Vaters steht sie bei der Soko Hamburg Anführungszeichen vor der Kamera und spielt die Tochter des Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz.